Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Firma AFM zum Webinar IATF-konforme Lehrenmessung mit dem KMG. Mein Kollege Rainer Berger zeigt Ihnen den praktischen Teil des Seminars. Mein Name ist Jürgen Greiner, von mir bekommen Sie den technischen Überblick. Gut, dann starten wir auch gleich mit ein paar Informationen zur Firma AFM. Die Firma AFM steht für Accuracy for Machines. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich steht eben gerade für diese Genauigkeitssteigerung von Werkzeugmaschinen. Wir wollen uns heute um das Thema Entwicklung von Lösungen zur Standardisierung der Qualitätsprozesse kümmern. Darunter ist das Thema Lehrenkalibrierung. Vielleicht vorneweg ganz kurz das Portfolio, was wir in dem Bereich anbieten, also rund um Calypso-Messprogramme. Zum einen haben wir da MP-Doc, damit können wir Calypso-Programme dokumentieren, analysieren und vergleichen. Wir haben ein MP-Edit, das ist ein Add-on zum MP-Doc, wo wir auch Prüfpläne modifizieren können, sprich Massenänderungen durchführen und die dann auch wieder zurückschreiben. Mit dem CE-Creator optimieren wir die Erstbemusterung. Das bedeutet vom CAQ-System bzw. vom Stempelmodul rein ins Calypso und auch wieder die Rückübertragung der Messergebnisse in das entsprechende System oder in die Excel-Tabelle rein, je nachdem. Im Bereich TE-Creator, das ist unsere Lösung, in der wir vom CAD, vom 3D-CAD-System bzw. vom Modell an standardisierte und automatisierte Messprogramme und auch NC-Programme erstellen können. Unser heutiges Thema, der Gauge-Check, und dann haben wir noch ein Nischenprodukt, kann man sagen, das Garber Convert. Aus dem Garber Convert raus können wir oder sind wir in der Lage, also Garber ist ein spezielles Format, wo eben Elektronikplatinen definiert werden. Aus diesem Format raus sind wir auch in der Lage, ein fertiges Calypso-Programm zu erstellen. Gut, jetzt steigen wir aber gleich in das Thema ein, Rückführung nach IATF. Was bedeutet das? Die IATF 16949 ist seit Ende 2016 in Kraft. Das Kapitel 7152 regelt die messtechnische Rückführbarkeit und da wollen wir uns rein um die qualitätsrelevanten Prüfmittel dann kümmern. Da drin in dieser Norm wurde auch unterschieden, was bedeutet das, was ist eine interne und was ist eine externe Prüfmittelüberwachung und was muss man da tun. Die Unterscheidung auch zwischen Prüflaboren, Kalibrierlaboren, das finden Sie da drin. Zu tief wollen wir aber in die Norm nicht einsteigen, sondern einfach den Bereich betrachten, welche Möglichkeiten gibt es denn grundsätzlich. In Ihrem Unternehmen haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, eine interne Prüfmittelüberwachung durchzuführen oder aber eine externe Überwachung durchzuführen durch einen externen Dienstleister. Wenn Sie einen externen Dienstleister beauftragen, gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen, Sie haben ein akkreditiertes Prüf- oder Kalibrierlabor. Das ist laut Norm dann notwendig. Wenn Sie als externen Dienstleister das nicht haben, könnten Sie, wie hier der zweite Fall aufzeigt, das zwar auch tun, aber dann sind Sie oder ist Ihr Unternehmen dafür verantwortlich, dass Sie dieses Unternehmen, den Dienstleister zertifizieren, die Prozesse festschreiben und so weiter. Das heißt, das ist vermutlich eher der schlechtere Fall dann. Also wenn Sie es extern machen, werden Sie wahrscheinlich auf ein DAX-Kalibrierlabor zurückgreifen müssen. Jetzt gehen wir noch kurz auf die Themen ein. Was ist denn ein Vorteil eines externen Kalibrierlabors? Klar, Sie haben hier einfach die Rechtssicherheit. Sie können sich dort zurücklehnen, dass das alles soweit passt. Das externe Kalibrierlabor ist von den Prozessen und von allem her zuständig, verantwortlich, dass das eben passt, was Sie dort machen. Das ist ein großer Vorteil natürlich vom Kalibrierlabor. Der Vorteil von der internen Prüfmittelüberwachung und Prüfung ist natürlich, dass Sie zum einen mal das Know-how im Haus haben, dass Sie diese Kosten, die natürlich beträchtlich sind von so einem DAX-Kalibrierlabor, dass Sie die nicht so hoch haben, wenn Sie das selbst dann durchführen. Gerade zu solchen Zeiten wie jetzt, wie wir es im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr erleben, ist natürlich auch die Auslastung der eigenen Mitarbeiter und der Maschine natürlich sehr, sehr
wichtig, bevor Sie jetzt extern beauftragen, viel Geld bezahlen, dass Sie natürlich dort zuerst einmal die Messgeräte, die Sie selbst haben und die Mitarbeiter entsprechend auslasten. Mit oft ein Punkt ist auch die Durchlaufzeit. Das heißt, wir haben einige Kunden, die sagen, wenn die Lehren relativ lange weg sind, 1, 2 Wochen oder noch länger, dann brauchen die eigentlich viel, viel mehr Lehren und kommen da nicht mit einem Satz beispielsweise aus. Also auch das kann Kosten und Aufwand dann entsprechend sparen. Das wäre mal ganz grob der Hintergrund, was da mit der IATF dann zu beachten ist. Aber wie gesagt, in der Norm kann man das natürlich nochmal ganz genau dann nachlesen. Gehen wir einfach mal einen Schritt weiter, wie wir jetzt mit unserem Gagecheck, mit der Lösung von AFM, das Ganze sicherstellen. Das heißt, wir gehen hier von einer vollautomatischen Messung aus. Wir verwalten in unserem System dann die Lehren. Da sind alle Informationen drin, die eben das System dann braucht. Und wir haben dann eine Palettenmessung. Das heißt, wir haben eine Palette, auf der sich mehrere Lehren befinden. Und ganz wichtig, wir haben immer auf einer Position eine DAX-kalibrierte Referenzlehre. Das ist mehr oder weniger die Rückführung auf eben das nationale Normal. Damit ist es gewährleistet, zum einen, dass die Rückführung da gegeben ist. Zum anderen werden wir durch reine Vergleichsmessungen viel, viel genauer als das KMG eigentlich von der Genauigkeit her aufweist. Das bedeutet, das KMG an sich ist eigentlich zu ungenau, um Lehrenmessungen durchzuführen. Durch dieses Verfahren bekommen wir dann eine höhere Genauigkeit, wenn wir immer Vergleichsmessungen machen. Das Ganze ist auch von den entsprechenden Richtlinien, VDI, VDE und so weiter, dann abgedeckt, sodass wir einige Firmen haben, die sich das auch entsprechend natürlich zertifizieren lassen haben. Grundsätzlich ist so, wir haben immer die Offline-Erzeugung von den Prüfplänen. Heißt für Sie, Sie müssen nicht am KMG direkt diesen Auftrag für diese Vorrichtung bzw. für die Palette erstellen, sondern Sie können an jedem beliebigen PC diesen Auftrag zusammenstellen. Wir erzeugen dann ein komplettes Calypso-Programm, wo dann am KMG an sich nur gestartet und ausgeführt wird. Wir unterstützen, aber das sehen wir nachher durch den Herrn Berger, der zeigt das am System nachher live, dass man nahezu beliebige Vorrichtungen und Aufnahmen konfigurieren können. Sind im Prinzip dann integrierte Berechnungen für die Toleranzen berücksichtigt. Was wir eben wollen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Benutzereinfluss, den Anwendereinfluss wollen wir einfach minimieren, sodass der Ablauf einer Prüfung hier hochautomatisiert durchläuft. Das ist die Theorie von unserer Lösung, warum das Ganze ja, IATF-konform ist und auch ja, entsprechend von den Normen und Richtlinien abgedeckt wird. Grundsätzliche Voraussetzungen natürlich, das ist der Typ vom Koordinatenmessgerät. Wir gehen natürlich davon aus, oder wir unterstützen Portalgeräte aktuell. Dann ist natürlich die Genauigkeit und die Umgebung ist natürlich sehr wichtig. Wir haben auch Möglichkeiten, dass Sie selbst oder dass wir in Dienstleistung Ihr Koordinatenmessgerät überprüfen. Auch mittlerweile in der Software integriert, um zu sehen, wie genau ist denn das Ganze, ist es geeignet für unseren Gauge-Check oder nicht. Und dann kommt es eben noch darauf an, wie groß ist das Koordinatenmessgerät. Das hat jetzt eher damit zu tun, dass wir ja, die Anzahl von Lehren auch in dem Zeitraum durchbekommen, in dem Sie es eben durchführen wollen. Wenn Sie jetzt im Jahr eben 10.000 Lehren kontrollieren wollen und das Messgerät an sich eben relativ klein ist, dann ist einfach eine Zeitgeschichte, dass sie das in bestimmten Zeit überhaupt nicht durchkriegen. Genauso hat es natürlich mit der Verfügbarkeit zu tun. Bedeutet, wenn das im Mehrschichtbetrieb des KMG eben belegt ist, wird man sich auch schwer tun, eine große Menge von Lehren durchzubekommen. Also da muss man einfach gucken, ob diese grundsätzlichen Voraussetzungen passen. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, wenn Sie beispielsweise ja, Gewindelehren messen wollen, brauchen Sie eben so ein messendes Touchsystem mit dieser Funktion, dass sich der Taster eben selbst zentrieren kann. Ansonsten würden, wenn Sie da jetzt ein schaltendes Touchsystem haben, eben nur ja, also alle Lehren außer eben diese Gewindelehren funktionieren.
Gut, und dann kommen wir eigentlich schon auf den Punkt, dass wir sehen, was bieten wir denn grundsätzlich an? Welche Basismodule haben wir zur Verfügung? Wir sprechen hier von glatten Lehren. Glatte Lehren sind für uns Ringe und Dornen. Dann gibt es ein Modul für Gewindelehren für diese gleichen Ringe und Dornen. Dann haben wir die Rachenlehren, wir haben Einstellmaße, wir haben Kegellehren und wir haben lange Parallelendmaße. Bei den langen Parallelendmaßen ab ca. 10 mm habe ich noch dazu geschrieben, ist es eben wichtig, da geht es eigentlich nur um die Aufspannung. Wir müssen halt irgendwo mit der Aufspannung zu Rande kommen und danach müssen wir natürlich auch noch irgendwo antasten können. Deshalb sind diese Parallelendmaße, die da kleiner sind in diesen speziellen Baukästen, was es ja da gibt, eigentlich eher nicht geeignet, weil man da einfach nicht rankommt. Ne? Zu diesen Basismodulen haben wir immer in Abhängigkeit die Menge eben, sodass man das Ganze sehr einfach und modular und kostengünstig auch aufbauen kann. Das heißt, haben Sie wenig Lehren, dann ist eben der Preis niedriger. Haben Sie mehr Lehren, ist der Preis eben etwas höher. Das ist dann eben so gestaffelt, wie man jetzt hier sehen kann. Die dritte Geschichte ist noch, wir haben entsprechende Funktionserweiterungen. Eine Funktionserweiterung ist beispielsweise Vorrichtungsgenerator, den sehen wir nachher durch den Herrn Berger live, dann, wie er dann so eine Vorrichtung anlegt. Dann haben wir noch Anbindungen an Systeme, die eben notwendig sind, ob das ein ERP-System, ein CAQ-System ist oder an irgendeine Lehrenverwaltung, können wir entsprechend anbinden, indem wir entweder Daten einlesen oder Messergebnisse und Ergebnisse oder PDFs oder was auch immer dann eben wieder rausschreiben. Das nächste wäre eine Mandantenverwaltung, wenn Sie beispielsweise selbst ein Labor haben, wo Sie dann mehrere Kunden haben, können Sie dort verschiedene Mandanten anlegen, dass eben diese speziellen Lehren mit den Seriennummern eben mandantenabhängig dann abgerufen werden können. Eine Kleinigkeit noch, eine Excel-Ausgabe, die wir dann eben auch zur Verfügung haben, falls das für Sie interessant ist, um danach entsprechende Auswertungen oder zur Gabenweitergabe dann noch zu machen. Genau, das wäre mal soweit grob der theoretische Überblick. Und jetzt gehen wir auch schon rein live in das System. Da würde ich an meinen Kollegen, den Rainer Berger, übergeben und gebe ihm mal ganz kurz die Steuerung, beziehungsweise dass er seinen Bildschirm teilen kann. Und das müsste eigentlich geklappt haben, sodass er schon live wäre. Rainer, ich bitte dich. Ja, guten Morgen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Borg und ich bin bei der Firma IPM für die Softwareentwicklung und Anwendungstechnik zuständig. Ich werde Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in die Software geben, damit Sie die Vorgehensweise verstehen. Da es sich beim Gauge-Check um eine Software zur automatisierten Lehrmessung und KMTs handelt, ist es notwendig, Vorrichtungen mit einem definierten Nullpunkt zu verwenden. Diese Daten zu verwalten gibt es im Gauge-Checker Vorrichtungsverwaltung, in der alle notwendigen Daten zum Erzeugen eines Calypso-Prüfplanes enthalten sind. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also wir klicken jetzt auf die Vorrichtungsverwaltung. Das sehen wir schon, geht das Fenster auf. Wir sehen jetzt hier schon einige Vorrichtungen, die schon angelegt sind. Die sind immer Lehrentyp abhängig. Also wir fangen an mit Leerdonne, Gewindringe, Prüfstifte, Kegellehrdonne. Dann gibt es noch Sonderfall, das ist also eine Schwenkvorrichtung, damit man die Gewindedonne auf die Gut- und auf die Ausschussseite schwenken kann. Das sind die einfachen Gewindedonne in einer Stellung, Rachenlehren, Einstellmaße, Endmaße, die Einstelllehrringe und so weiter. Wir werden jetzt mal eine neue Vorrichtung anlegen und dann kann ich Ihnen auch zu dem rechten Fenster auch was gleich dazu sagen. Wir machen jetzt mal eine neue Vorrichtung, legen an, geben der Geschichte einen Namen. Machen wir mal eine Touch 2. Das übernehmen wir. Jetzt haben Sie hier die Lehrentyp-Auswahl. Wir können jetzt auswählen, welchen Lehrentyp Sie auf dieser Vorrichtung messen wollen. Machen wir gerade das erste, das ist ein Grenzlehrdorn. Dann können wir gleich mal den Namen, den Tasternamen benennen, den wir für diese Vorrichtung verwenden wollen und auch gleichzeitig im Calypso-Prüfplan hineingeschrieben wird als Tasternamen. Da sagen wir jetzt einfach mal, das ist der EB1, das ist jetzt mal beliebig,
speichern wir gleich mal ab. Und hier unten sehen Sie jetzt die Daten, die wir zur Ausprägung von der Vorrichtung und zur Positionierung des Nullpunktes, den wir ja zur kompletten Erzeugung des Calypso-Brütplanes benötigen, dass wir den angeben können. Also wir fangen jetzt mal an mit dem Messvolumen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir geben jetzt mal 1000 ein. Dann die Anzahl der Spannplätze, das ist nämlich abhängig von Ihrer Vorrichtung und natürlich auch vom Messbereich, wie groß Ihre Vorrichtung wirklich ist, mit wie vielen Spannplätzen können Sie angeben. Wir machen jetzt einfach mal eine gerade Zahl, das ist 10. Hier oben können wir noch dann die Sicherheitsabstände eingeben, mit welchen Sicherheitsabständen die Leeren umfahren werden. Machen wir 3 und 3 rein. Dann die Ausprägung der Vorrichtung. Hier schreiben wir einfach mal 200 mm rein. Den Winkel bei einem Dorn. Wir machen jetzt hier einen Leerdorn. Dann brauchen wir den Winkel, wo der Dorn drin liegt. Die Richtung der Vorrichtung, in welcher Richtung das sie steht. Und hier wird jetzt der Nullpunkt bestimmt. Der Nullpunkt, der wird bestimmt in Gerätekoordinaten. Das heißt, wir geben alle Daten in Gerätekoordinaten ein. Dieser Nullpunkt, der wird in der Praxis, in der Messmaschine, wird der Nullpunkt erstmal ermittelt. In der Messmaschine. Und diese Werte werden dann in die Vorrichtungsverwaltung eingetragen. Also hier gehen wir es mal in Z ist es immer ein Minusmaß. In Y ist es auch ein Minusmaß, in X ist es normalerweise ein Plusmaß und hier geben wir noch den Abstand der Vorrichtung an, der Abstand der Spannplätze. Da machen wir einfach mal 100 und die Breite der Vorrichtung, das spielt auch mal keine Rolle, da machen wir mal 100 rein. So, jetzt ist die Vorrichtung definiert, die ist angelegt. Mit dieser Vorrichtung können wir dann später auch einen Calypso-Prüfplan erzeugen. Vorrichtungs-ID, Leerentyp-ID, Startposition der Messmaschine ist auch nicht ganz unwichtig, damit die Messmaschine die Vorrichtung auch erreicht, kollisionsfrei. Gut, das ist zum Thema Vorrichtung, die hätten wir jetzt mal angelegt. Dann gehen wir weiter zum Thema Lehrenverwaltung. In der Lehrenverwaltung können Sie alle Ihre Lehren anlegen, die Sie verwenden. Zusätzlich auch noch die Referenznormale. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Die Referenznormale sind DAX-kalibrierte Normale, die Sie zur Verfügung haben, um die Vergleichsmessung mit Ihren Lehren durchzuführen. Das ist ja genau das, was der Herr Kreiner hat es vorhin schon angesprochen, was ja die Genauigkeit an der Messmaschine dann ausmacht. Das ist dann eine Vergleichsmessung, die Abweichung, ein Dorn, die wird dann entweder bei der Lehre dann abgezogen oder hinzugefügt, diese Korrektur. Und das ist eigentlich das, was dann die Maschine hat. Dann haben wir den grundsätzlichen Maschinenfehler, den haben wir dann eigentlich fast schon ausgerechnet. Die Daten zu der Lehre, die können Sie hier in diesem Rechenbereich eingeben und dann immer in der 0 Grad und in der 90 Grad Stellung für die Gutseite und für die Ausschussseite. Länge, Breite, Höhe des Schaftes und so weiter und so fort. Das kann man für die Leerdonne machen, genauso aber auch für Leerringe. Also im Normalfall haben wir zwei Referenzen. Die eine ist für die Donne, eine für die Ringe. Also eine sind Donne und eine sind Ringe. Dann gehen wir jetzt gleich mal in die verschiedenen Lehrenverwaltungen hinein. Gehen wir jetzt gerade mal in einen Grenzlehrdorn hinein. Das ist die Verwaltung von allen Grenzlehrdornen. Hier habe ich schon eine Menge drin. Also, wie gesagt,
Die Menge ist abhängig von dem Modul, was sie sich beschaffen, also bis 500 und dann bis 1500 und dann bis 1000, bis 3000 und dann unbegrenzt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen Dorn, das ist ein 30K7, da können Sie dann auch wieder wählen bei der Anlage, ist es ein zweiseitiger, ist es ein einseitiger Rund GS, ist es ein einseitiger Rund nur AS-Seite, wieder die Breite des Dornes, die Gutseite, also die Breite der Gutseite, die Breite der Ausschussseite, den Schaftdurchmesser, die Passung, die, wenn es eine Passung ist, eine ISO-Passung, können Sie das hier oben eingeben, 30K7 beispielsweise, wie es hier der Fall ist, dann wird die Toleranz automatisch, aus einer Tabelle, wird die Toleranz berechnet, die Sie für diese Leere benötigen. Ich spreche jetzt hier von ISO-Toleranzen. Jetzt gibt es natürlich noch, um das Thema auch gleich anzusprechen, gibt es natürlich auch Werkstücktoleranzen. Bei den Werkstücktoleranzen gibt es zwei verschiedene mittlerweile, seit 2016. Es gibt die ISO 19381, das ist die neue, die gilt ab 2016. Und dann gibt es noch die DIN ISO 7150-2, das ist die alte, die galt bis 2016. Jetzt denken natürlich viele immer, ja, welche Toleranz soll ich denn jetzt da nehmen? Welche ISO? Eigentlich ist es ganz einfach. Man muss eigentlich nur wissen, mit welcher DIN die Leere ursprünglich kalibriert worden ist. Wenn Sie das wissen, können Sie auch diese Toleranz nehmen. Weil der Unterschied zwischen den beiden ISO-Toleranzen ist natürlich, dass die neue wesentlich genauer ist. Also die Toleranzen sind kleiner. Also wenn Sie eine Leere haben, die nach der DIN ISO 1938 kalibriert worden ist, sollten Sie auch bei der Nachmessung, was wir hier machen, auch diese DIN ISO 1938-1 verwenden. Ansonsten können Sie weiterhin die 7152 verwenden. Gut. Hier im unteren Bereich sehen Sie dann noch schon mehrere Messungen, was mit dieser Leere durchgeführt worden sind. Das sind hier sind schon sechs Messungen. Diese sechs Messungen sehen Sie in dem rechten Bereich alle Messwerte auf einen Blick. Sie können sich natürlich auch dann noch einen Werteverlauf dazu schalten. Dieser Werteverlauf zeigt jetzt Ihnen an, wie sich die Leere in den letzten Monaten, Jahren und so weiter nach den Messungen, wie sie sich verhalten hat, in welche Richtung das geht. Geht sie schon Richtung außerhalb Toleranz, in Richtung Ausschuss oder ist sie noch in Ordnung? Sie sehen jetzt auch hier, sehen Sie verschiedene Balken und Grenzen. Das ist natürlich die obere und die untere Toleranz, das ist die grüne Grenze. Dann sehen Sie den maximalen Umschlag. Das sind jetzt nur Werte, die fiktiv sind, die durch eine Kalypso-Messung in der Simulation vertauscht worden sind. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen abenteuerlich aus. Und dann sehen Sie dann natürlich auch noch die Messunsicherheit, die dann auch noch ein. Zu der Messunsicherheit sage ich nachher noch etwas dazu. Das ist noch ein kleines eigenes Thema. Das besprechen wir nachher noch. Gut, okay, jetzt haben wir das auch gesehen. Wie gesagt, die Anlage dieser Leere kann manuell erfolgen. Sie kann aber auch automatisiert erfolgen. Automatisiert heißt, wenn Sie schon in irgendeinem Prüfmittelverwaltung die Leeren angelegt haben, bekommen die Daten in irgendeiner Weise aus dem System heraus, dann können wir sie auch automatisiert in das Gate-Check einlesen und sparen Sie sich die komplette manuelle Anlage. Also es ist eine Möglichkeit, das müsste man sich vor Ort anschauen, was Sie vom Prüfmittelverwaltungssystem haben. Bei Calvin ist das ein gutes Beispiel. Calvin gibt Daten, es kann Daten ausgeben und diese Daten können wir dann auch wieder einlesen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, früher vom UMES gibt es auch die Möglichkeit, diese Daten auch wieder einzulesen. Also die Möglichkeit besteht.
Gut, wenn wir jetzt das gesehen haben, dann machen wir das jetzt mal dazu. Und dann gehen wir auch gleich in den Bestückungsplan. Der Bestückungsplan heißt, Sie können visuell, offline, also eine Vorrichtung schon mit leeren bestücken. Das machen wir jetzt einmal. Machen wir jetzt mal einen Lehrdom. Gehen wir rein. Dann nehmen wir den ersten Dom, das ist Drag and Drop. Das ziehen wir dann auf den ersten Spannplatz, dessen Nullpunkt wir in der Vorrichtung benannt haben. Und dann gehen wir hier nach unten, machen wir jetzt gerade einfach mal hier wieder den Grafiktest und ziehen das auch hinein. Wir können auch den Test unten auch machen, dann haben wir drei Stück drin. So, jetzt haben wir auf dem ersten Spannplatz Ihre Vorrichtung, den Referenzdom, den DAX-Kalibrierten, zur zweiten Vorrichtung eine Leere und auf der dritten Vorrichtung auch eine Beispiellehre. So, dann schließen wir das wieder und jetzt können wir das speichern und den Prüfplan generieren. Das dauert kurz eine Sekunde. Gut. So, jetzt ist der Calypso-Prüfplan erzeugt. Dieses Calypso-Prüfplan ist sofort lauffähig. Also Sie müssen keine W-Lage mehr erzeugen an der Messmaschine. Sie müssen kein Basissystem mehr erzeugen. Sie können CNC-Start, Sie können den Prüfplan laden, Sie drücken auf CNC-Start und wenn Sie an der Messmaschine Ihre Vorrichtung mit diesen Leeren, mit dem Referenznormal und mit den beiden anderen Leeren bestückt haben, können Sie das sofort laufen lassen. Gut, dann schließen wir das. Es gibt hier noch die Datenschnittstelle. Wir können jetzt aber auch, das müssen wir jetzt kurz mal. Das mit der Datenschnittstelle. Es gibt auch eine Datenschnittstelle, um die Daten auch wieder, die gemessenen Daten auch wieder in ein Prüfmittelsystem zurücklesen zu können. Das ist jetzt hier in dem Fall Skalwin, das ist also eine Standardschnittstelle, die wir schon integriert haben. Dann gibt es noch das Skalwin XML und das AHG XML. Skalwin XML, das ist nach der Datenschnittstelle, da gibt es auch eine Norm, eine VGI, das ist die 2623, das ist der Import und Export von Prüfmitteldaten. Nach den Daten, nach dem System können Sie dann die Daten auch wieder rückführen in Ihr Prüfmittelsystem und dort auch wieder verwalten. Aber die Verwaltung ist natürlich auch im Gauge-Check. Also nach der Messung rauschen die Messergebnisse beim Start vom Gauge-Check automatisch in die Software und automatisch den einzelnen Lehren wieder zugeordnet. Und das sehen wir dann hier nochmal in der Lernvoranwendung. Das ist genau das, was ich ja Ihnen gezeigt habe, dann sehen Sie das hier unten in Ihrem System, sehen Sie das dann wieder. Das sind dann die Messergebnisse, die dann reinlaufen. Dann können Sie natürlich auch, wenn Sie das haben, bekommen Sie dann auch wieder einen Kalibrierschein. Der sieht so aus, dieser Kalibrierschein. Da halt Ihnen oben natürlich auch wieder, nach welcher VDI, VDE. Die grundsätzlichen Daten, das sind Kunden-ID, Abteilung, BN-Typ, Lehren-ID, Prüfer und so weiter und so fort. Zeigt Ihnen auch sofort an den Status, gut oder schlecht. Dieser ist jetzt auf der Gutseite außerhalb der Toleranz. Das zeigt, wird dann auch gleich rot angezeigt. Auf der Ausschussseite ist er noch gut. Hier sehen Sie dann die verschiedenen Messebenen. Es wird immer an drei Messebenen gemessen. In der Mitte, außen und innen, jeweils in der Gut- und in der Ausschussseite. Können Sie dann aber auch noch variieren, ob Sie jetzt nur in der Gut- oder nur in einer Ebene oder in mehreren Ebenen messen wollen. Hier unten, um gleich den Schritt zu der Messunsicherheit zu bekommen, im ganz unteren Bereich des Kalibrierscheines sehen Sie jetzt zwei Angaben. Die Messunsicherheit der Messmaschine
und die Rückführbarkeit. Die Rückführbarkeit ist eigentlich ganz einfach. Die Rückführbarkeit ist Ihr Referenzdorn, den müssen Sie halt benennen. Da gibt es einen Kalibrierschein und dann können Sie die Daten in diesen Kalibrierschein eintragen. Und jetzt von diesem Kalibrierschein können Sie dann hier eintragen. So. Jetzt muss ich da irgendwo. Gut. Thema Messunsicherheit. Die Messunsicherheit ist immer so ein Thema. Viele Kunden kommen immer zu mir und fragen mich, ja, was gebe ich da ein? Wie messe ich die Messunsicherheit? Da gab es dann immer so ein bisschen Diskrepanzen, möchte ich mal sagen. Oder haben Sie es im Kalibrierschein einfach weggelassen? Ist aber auch nichts in der Sache. Die Messunsicherheit ist eigentlich relativ einfach zu ermitteln. Sie können das manuell machen, indem Sie Ihre Vorrichtung mit definierten Spannplätzen einfach Ihren DAX-kalibrierten Ring nehmen oder Dorn in den verschiedensten Spannplätzen aufspannen und durchmessen und dann über eine gewisse Formel, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, die sehen wir jetzt hier zum Beispiel bei den Lehrringen, das ist so die Formel. Nach der Formel können Sie, das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, ist aber gar nicht so schlimm. Nach dieser Formel können Sie die Messunsicherheit manuell berechnen. Sie können auch unser Tool verwenden, können hier die X-Werte reinschreiben von Ihrer Messung und die Y- bzw. Z-Werte Ihrer Messung. Und dann bekommen Sie auch hier einen berechneten Messunsicherheitswert, den Sie dann auch übertragen können in Ihren Kalibrierschein. Das ist jetzt so. Sie können dies aber auch automatisiert machen. Das haben wir jetzt schon mit eingefügt. Sie haben die Möglichkeit, automatisiert einen Kalypso-Prüfplan zu erstellen, der den Referenzring oder den Referenzdorn an jeder Ihres Spannplatzposition automatisiert, dass Sie den aufspannen können und automatisiert wieder mit diesem Kalypso-Prüfplan durchmessen. Sie bekommen automatisiert die Werte in Ihre Wertetabelle und können sich das berechnen lassen. Das ist einfach der einfachste Fall. Also mittlerweile ist es eigentlich kein Problem mehr, die Messunsicherheit dort zu berechnen und auch in den Kalibrierschein einzutragen, wenn das immer ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Gut, von meiner Seite wäre ich jetzt soweit eigentlich fertig. Vielen Dank, Rainer. Dann übernehme ich es wieder. Dann schalte ich mal kurz nochmal auf meinen Bildschirm dann um. Jetzt haben wir das Ganze ja live gesehen, wie das mit GageCheck läuft. Wenn da noch Fragen sind, was sicherlich der Fall sein wird, einfach auf uns direkt zugehen. Meinen Kontakt haben Sie ja von den Einladungen her, beziehungsweise von den Bestätigungen. Ich habe jetzt nur ein paar Bilder von Vorrichtungen, wie sowas aussehen kann. Das sind Dinge, wo wir dann auch in Dienstleistungen oder andersrum, wir haben einen Dienstleister, der uns diese Vorrichtungen baut. Die werden dann immer ganz kundenspezifisch dann gemacht, je nachdem, was für Größenordnungen Sie haben, wie groß Ihr KMG ist. Wird es jedes Mal dann entsprechend abgestimmt. Sie können aber auch jederzeit diese Vorrichtungen selber bauen. Hier haben wir beispielsweise was für Ringe. Ringe ist relativ einfach. Das sehen Sie ja, das sind Platten. Man muss das Ganze festspannen können. Die Größen sollten halt irgendwo passen und dann kann man das über unsere Vorrichtungsgenerator entsprechend anlegen. So ein Beispiel haben wir jetzt hier gemacht für Dorne, für unterschiedliche Größen auch. Diese zwei Stege, was man hier sehen kann, die sind dann hier auch auseinanderschiebbar, sodass wir sehr, sehr große Dorne auch reinbekommen und sauber verspannen können. Das kann man auch wieder machen in solchen Konstellationen, wo sie sehr, sehr viel mehr wieder unterbekommen. Auf der rechten Seite beispielsweise, klar, da gehen natürlich nur sehr kleine Dorne rein, aber sie kriegen halt eine größere Menge. Also entweder hat man dann eine Vorrichtung, die sehr, sehr variabel ist, oder man hat dann mehrere, wo man dann sehr, sehr viel und speziell dann unterbringt, dass einfach die Menge passt. Ne? Hier ein kleines Kundenbeispiel für Rachenleeren. Da ist dann eben jetzt hier für die einmäuligen Rachenleeren ist hier dieser Anschlag vorne wichtig, dass man dann einen definierten Anschlag hat, weil genau diese Abstände muss man nachher in der Leerenverwaltung wieder eintragen. Was haben wir sonst noch? Auch, das sind dann also zweimäulige Rachenleeren dafür gedacht. Das wird dann
in der Mitte grob zentriert, sind jetzt beides Kundenbeispiele. Deshalb ja, ist da die Auflösung und die Schärfe vom Bild teilweise nicht so gegeben. Das ist ein neues Beispiel, wo wir jetzt ein paar Mal verwendet haben, auch für Rachenlehrenden, wo wir dann ja auch in Dienstleistungen erstellt haben für ein paar Kunden dann. Genau. So sieht das Ganze ganz grob aus. Da sind wir auch schon jetzt ziemlich am Ende, können da noch eine kleine Zusammenfassung machen. Wir haben gesehen, wir generieren vollautomatisch dieses CNC-Programm. Wir bekommen auch eine Dokumentation, also einen Bestückungsplan, dass man wirklich sehen kann, was hat jetzt der Maschinenbediener oder derjenige, wo am Ende der Schicht beispielsweise das KMG noch bestückt, wie muss das Ganze aussehen, und dann drückt er mehr oder weniger auf Start dann. Ja. Die Rückführung der Messergebnisse ist gegeben durch diese DAX-kalibrierte Referenzlehre. Wir minimieren maximal den Bedienereinfluss. Das ist einfach wichtig, dass diese Wiederholgenauigkeit da ist und dass man da einfach dieses, wenn Sie jetzt das von Hand prüfen, da kommt, ja, das können wir ja so lange prüfen, bis es dann passt vielleicht, ne? Welche nächsten Schritte wären denn da? Was ist sinnvoll? Klar, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns die Fragen. Wir werden die dann im Einzelfall beantworten, weil die Fragen dann jetzt für die Session dann sicherlich zu unterschiedlich sind. Jeder bekommt im Nachgang die Dokumentation bzw. die Präsentation zugeschickt, unter anderem ein kleines Dokument, wo Sie Ihr Mengengerüst eintragen können. Das heißt, welche Arten von Lehren haben Sie, welche Anzahl, welche Größen. Mit den Informationen können wir Ihnen ein Angebot oder eine Preisinformation erstellen, wenn Sie dann Ihre externen Kalibrierkosten parat haben und ermittelt haben, können Sie sehr, sehr schnell sehen, wie schnell sich das Ganze auch für Sie persönlich oder für Ihr Unternehmen dann rechnet. Ein paar Kunden, die das Ganze, diese Lösung einsetzen, unterschiedlichste Sparten, was wir hier haben, sieht man einfach mal einen kleinen Überblick. Und die Firma AFM ist natürlich noch mit den anderen Produkten bei sehr, sehr vielen Firmen unterwegs, auch wieder sehr, sehr unterschiedliche Firmen, große, kleine, je nachdem, in welchem Bereich wir uns da eben bewegen. Gut, ganz kurz möchte ich noch auf das nächste Webinar hinweisen. Dokumentation, Analyse und Vergleich von Kalypso-Messprogrammen wird man am 17.11. und am 19.11. durchführen. Die Informationen und die Anmeldung finden Sie auch direkt auf unserer Webseite. Da geht dann diese Woche dann auch noch ein entsprechender Newsletter raus. Wenn Sie Fragen haben, direkt am besten an mich, und ich werde dann den Kollegen, den Rainer Berger, dann mit reinnehmen, dass wir es dann von der technischen Seite aus gemeinsam mit Ihnen erörtern können und die gegebenenfalls nächste Schritte dann durchführen können. Gut, das war's von unserer Seite. Kommen Sie gerne auf uns zu, und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gute Woche, und machen Sie es gut. Bis dahin, danke, tschüss.